Boah, ich kämpfe mit das Stück noch hier. Und immer mehr im Mund. Oh. Bekommen Sie runter. Oh. Boah, Entschuldigung. Aber der musste jetzt raus. Wow, jetzt geht's los. Ich bin echt richtig hyped. Ich habe richtig Bock. 50 Riegel in 60 Minuten. Das werde ich jetzt versuchen in meiner allerersten Food Challenge. Ich habe vorher sowas noch nie gemacht. Und ja, ich liebe diese Riegel einfach. Seit über einem Jahr esse ich 1 bis 3 bestimmt am Tag von denen. Und da dachte ich mir doch, das hat noch nie jemand gemacht. Und für meine allererste Food Challenge wäre es doch mal eine coole Möglichkeit mit den Bubbles Riegels. Sprachen lernen, Bubble. Und wir starten, ich würde sagen, mit dem allerersten Riegel. Und wollen wir mal schauen, ob ich es wirklich schaffe. Let's go. Okay, let's go. So, mein allererster Riegel. Ich habe richtig Bock, ich habe richtig Hunger. Ich habe ein bisschen Wasser bereitgestellt. Die ganze Zeit über, wo ich diese Riegel esse, jeden Tag denke ich mir, boah, ich könnte 2 und 3 noch mehr essen, weil die einfach so lecker schmecken. Ich muss dazu sagen, das ist eine unbezahlte Werbung. Ich habe mir die Riegel selber gekauft und habe da nichts gesponsert bekommen und sonstiges. Also dementsprechend, meine Kamera ist gerade ausgegangen, deswegen musste ich gerade mal eben kurz einen Cut setzen. Ich bin auf meinem ersten Riegel und ich kann einfach nur sagen, es schmeckt einfach mega lecker. So Leute, ich muss einmal direkt zu Beginn ein bisschen was zu meinem Video erzählen. Es ist mein allererstes Video, es war wirklich spät und bei der Nachbearbeitung ist mir aufgefallen, dass das Video doch ein bisschen sehr monoton und emotionslos rübergebracht war, wie ich gesprochen habe. Verzeiht es mir, seht es mir nach und ja, ich wünsche euch trotzdem ganz viel Spaß bei dem Video und würde mich freuen natürlich, wenn ihr bis zum Ende durchhaltet. Und lasst mir gerne ein paar Infos, einen Kommentar unten. Und erzählt mir ein bisschen, vielleicht gebt mir ein Feedback, was ihr anders machen würdet, wo ihr vielleicht sagt, Mensch, das könnt ihr nochmal ein bisschen optimieren. Und dann, ja, werden die anderen und die nächsten Videos in Folge auf jeden Fall ein bisschen besser. Weiterhin viel, viel Spaß. Was ich mir auch noch gesagt habe, wo ich mir Gedanken machen werde, sind meine Muskeln und Kiefer. Und vom Kauen. Ich will auch noch sportlich werden, aber ich hab Bock. Jeder Riegel hat 55 Gramm. Könnt ihr mal hochrechnen bei 50 Riegel. 2,5 Kilo. Falls ich falsch gesagt habe, werde ich sie oben mal einblenden mit der richtigen Gewichtsangabe. Seit einiger Zeit folge ich einigen Kanälen auf YouTube, die Food Challenge machen, die Unmengen an Essen zu sich nehmen. Und irgendwie hat mich das inspiriert. Ich mag so sehr gerne essen und habe dann gedacht, okay, warum probierst du nicht auch mal aus? Und dann starte ich doch gleich mal. Mit den Riegeln von Bubbles. Ich werde mal eben kurz die Kamera checken. Sieht alles sehr gut aus. Läuft noch. Kann man weitermachen. Okay, 2 haben wir.
Nur noch 48. Ja, ich bin echt sehr gespannt. Und das Witzige ist, um 5 Uhr klingelt der Wecker. Und ich gehe zum Sport. Vom CrossFit. Man fragt mich jetzt schon, wie soll das morgen früh bitte werden? Also, erstmal, weil das mega anstrengend ist, dann mit so einem vollen Bauch. Regel Nummer 3. Ich finde das Kauen jetzt schon schwer. Oh mein Gott. Das Geile ist einfach, jedes Mal, wenn ich diese Riegel esse morgens und mir das zwischendurch mal ein, denke ich mir immer, boah, ich werde am liebsten noch einen zweiten oder einen dritten essen. Und jetzt kann ich einfach ununterbrochen Riegel essen. Ich habe heute schon 2 gehabt über den Tag und heute Mittag noch ein Gericht, aber ich habe generell erst 1000 Kalorien gegessen, weil ich das eigentlich schon lange vorhatte, den ganzen Tag eigentlich das Video zu drehen, aber es hat einfach jetzt Ewigkeiten gedauert, war der Akku leer, dann muss ich meine Daten noch freimachen auf dem Handy, um genügend Platz zu haben zum Aufnehmen, ja, dementsprechend wurde es dann über oder nach 11 Uhr. Und das Krasse ist, ich habe mal geguckt, ich habe zwar den einen oder anderen gefunden, der mal so Challenge gemacht hat mit irgendwelchen Schokoriegeln oder mit Schokolade an sich und Süßigkeiten und allem drum und dran, aber noch keiner, der diese Barbells-Riegel gemacht hat, die Challenge. Dementsprechend würde ich jetzt sagen, ist das die allererste Challenge von Eiweißriegeln. Und bin gespannt, ob es da draußen jemanden gibt, der das nachmachen wird und versuchen wird, mehr zu schaffen als ich. Vom Geschmack her, das ist übrigens die Schock-Dip da. Die veganen Riegel. Mein Favorite, muss ich sagen. Riegel Nummer 4. Das habe ich mir dabei schon nur gedacht, muss ich mir jetzt schon gerade eingestehen. Aber warten wir mal ab, was noch machbar ist. Ich habe ganz viele Ideen, was Food Challenges angeht. Was ich in Zukunft alles machen kann und machen werde zum Thema Food Challenge. Und für mich war immer ganz wichtig und ganz klar, meine allererste Challenge soll diese werden und die werde ich auch deklarieren als allererste Challenge auf meinem Kanal. Und wer weiß, was in einem Jahr ist, wie viele Videos da zustande gekommen sind, wie viele Challenges ich geschafft habe, gemacht habe. Aber Nummer 1 sind die Riegel und dann noch viele Folgen. Meine Klassiker Burger von Burger King, die veganen Long Chicken. Dann Cine Minis, Oreo, Cornflakes in einer großen Menge. Blender kommen und ja, natürlich verschiedene. Aber ihr werdet es vielleicht schon sehen, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Es sind auch schon vielleicht 100 andere Videos im besten Falle auf meinem Kanal zu sehen. Mich würde interessieren, habt ihr sowas schon mal gemacht? Irgendwie versucht, so ein Food-Challenge-Wettessen mitzumachen oder vielleicht sogar euch mal dran gesetzt und versucht, ja, so eine Riegel-Challenge zu machen, die aber nicht aufgenommen vielleicht oder andere Dinge. Übrigens hat ein Riegel
201 Kalorien. Das hatte ich jetzt gleich mit meinen 5 Riegeln 1000 Kalorien gegessen. 15 Gramm Eiweiß in ein Riegel. Das wird spaßig und spannend. Das ist doch perfekt. Ich muss es eben prüfen, weil nichts wäre ärgerlicher, als wenn jetzt das Video ausgeht und ich sitze hier und esse noch und habe quasi keinen Content produziert. Und darf nochmal anfangen mit der Challenge. Boah, wir haben mal so ein Update nach 5 Riegeln. Also dieses Gefühl von, wie ich sonst immer habe, boah, ich will noch 2-3 weitere essen, habe ich gerade nicht mehr. Aber wir schieben weiter rein. Und das Gute ist, die 5 Riegel waren jetzt ja 255 Gramm, ne? 250, 275 Gramm an Volumen erstmal nur. Dementsprechend sollte eigentlich noch genügend Platz im Magen sein. Am meisten graut es mir vor der Nacht, muss ich ehrlich sagen. Und natürlich auch auf morgen Training, Toilette, bin morgen im Auswärtstermin. Ich bin also morgen jetzt in einem Auto unterwegs auf dem Weg zu Kunden. Ich bin echt gespannt. Also ich würde mich wirklich mega freuen, wenn es da draußen jemanden gibt, der das auch mal probieren möchte. Der wird auch so leichtsinnig, wie ich sage, Mensch, boah, die schmecken doch geil, der kann man noch mal ausprobieren oder geht doch bestimmt. Warum soll das nicht möglich sein? Aber, wie sagt man immer so schön, da war das Auge doch größer als der Hunger am Ende, wenn man das immer so schön hat, wenn man irgendwas gerne isst und mag und sagt, boah, da kann ich so viel von essen. Und wenn man das mal gemacht hat oder dabei ist, wird es schwierig. Sechs Stück haben wir schon. Puh. Falls ich es noch nicht erwähnt haben sollte, das ist natürlich eine unbezahlte Werbung hier. Ich habe nichts gesponsert bekommen, ich habe alles selber gekauft. Was gut ist, die Riegel werden auf jeden Fall nicht schlecht werden bei mir. Je nachdem, ob der eine oder andere vielleicht noch überbleibt. Aber wollen wir versuchen, weiterzumachen. Das ist Nummer 7. Aha. Noch 43. Also ich muss ehrlich sagen, ich kämpfe jetzt schon. Und nicht vom Mageninhalt, aber eher von diesem Süß. Ist auch kein richtiger Zucker drin, aber von dem Süßgeschmack. Vielleicht bin ich ja sogar nach dieser heutigen Challenge geheilt und werde diese Riegel erstmal nicht mehr anfassen, wer weiß. Ich kann ja ehrlich sein zu euch. Den Tag über habe ich mir gedacht, okay, weil ich mit vielen gesprochen habe, die gesagt haben, ey, 50 Riegel schaffst du doch niemals. Ja, okay, kann ich überhaupt nicht abschätzen. Da war immer im Kopf immer, okay, also mindestens 20 Riegel solltest du doch schaffen können. Boah, Riegel Nummer 7. Wir haben jetzt 23.07 Uhr angefangen, jetzt 23.25 Uhr. Immer wenn ich mir Food Challenge angucke von Leuten, denke ich immer so in dem Moment, wenn die da essen und sitzen, denke ich mir so, boah, was muss der gerade fühlen? Wie geht es seinem Magen gerade? Muss der nicht platzen? Ist der nicht irgendwie schon so groß? Kommt das nicht langsam hoch? Ist ihm nicht schon schlecht? Wahrscheinlich sind das eure Gedanken auch gerade, wenn ihr das seht. Und ich kann euch sagen, ja, ein wenig Übelkeit habe ich schon in mir.
Falls euch wundert, warum ich mir raufschaue, ich habe diese Riegel in einem Online-Shop gekauft und habe dort welche geholt, die das MHD überschritten ist vom Mai. Und ja, ich würde sagen, damit habe ich einfach was Gutes getan. Die Riegel werden nicht entsorgt und nicht weggeschmissen. Und habe sie dadurch natürlich vergünstigt bekommen. Habe aber dazwischen noch ein paar Riegel, die ich nachgekauft habe, weil ich schon in der Zwischenzeit, ich habe die schon 2 Wochen liegen, den einen oder anderen Riegel gegessen habe und musste die halt immer wieder auffüllen mit Riegeln aus dem Geschäft. Und dementsprechend gucke ich gerade, dass jetzt einer jetzt, der nicht abgelaufen ist. Mal gucken, ob das irgendwie einen anderen Geschmack gibt. Okay. Riegel Nummer 7 ist drin. Wisst ihr, um mich mal so ein bisschen dran zu gewöhnen an dieses viele Essen, habe ich natürlich den YouTuber, den ich folge, die viel essen, mal ein bisschen geguckt, was sie so gemacht haben, was sie so für Tipps geben. Und ich habe gelesen, mitbekommen und gesagt bekommen, viel trinken, um das Magenvolumen zu vergrößern, weil normalerweise der Magen so ungefähr 1,5 Liter fasst, maximal, also das ist schon wirklich viel. Und dann kommt eigentlich so dieser, ja, ich würde sagen, Schutzmechanismus des Magens so, wo man sagt, okay, ihm wird übel, also eine Kotzgrenze, wie man so schön sagt, damit man nicht mehr weiter isst. Und man kann das trainieren, indem man wirklich das Magenvolumen vergrößert, indem man den Magen ein bisschen ausdehnt, indem man viel trinkt. Und dann habe ich angefangen 2 Liter und habe von 20 Minuten, 3 Liter zu trinken. Hat auch funktioniert, war aber echt übel. Und dann habe ich gesagt, okay, mach das nochmal einen Tag später oder einen anderen Tag. Und habe mir 3 Kilo Kaisergemüse geholt und habe mir das gekocht oder gedünstet. Warum Kaisergemüse und nicht was anderes? Wenig Kalorien, um trotzdem mal den Magen zu füllen. Und ich habe geschafft, 1,8 Kilo. Dann wird mir so schlecht. Und nochmal so 1,2, 1,5 Liter Wasser dazu. Und ich glaube mir gar nicht, wie schlecht es mir den ganzen Tag ging damit. Oh, ich schwitze schon. Und die ganze Zeit schon eigentlich, aber ich fange gerade an zu schwitzen. Und habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt kommt Nummer 8. Und ich sage, ich will 20 schaffen. Habe ich heute so gedacht. Das wären dann schon mal nach 8 Riegeln 1600 Kalorien knapp. Oh mein Gott. Wie gesagt, das Magenvolumen ist es gar nicht. Das ist eher das Thema mit der Übelkeit. Aufgrund des Zuckers. Ich bin normalerweise ein Mensch, der immer sehr positiv tickt und sehr positiv denkt und alles nach vorne. Ich meine, du schaffst das. Und aber ich muss sagen, es fällt mir gerade echt schwer. Oh. Wie kann ich das Gefühl beschreiben? Oh, mir schaut es gerade. Mund wohl doch ein bisschen sehr voll genommen. Wollen wir sagen, aber den schaffe ich noch und den werde ich mir noch reinzwängen, sagen wir es mal so. Dann ist vorbei. Also, wenn das da draußen jemand schafft, 50 Riegel, sag mal die 60 Minuten dahin, was eine Stunde, 2 oder 3 Stunden.
Ich würde sagen, auch für die ganz Großen da draußen, also die ganz großen Wettesser, gerade amerikanisch, im englischsprachigen Bereich. Oh, das wird schon schwer, wieder schaffen. Nichtsdestotrotz ist das meine allererste Challenge und damit habe ich gestartet. Das ist mein Start. Und je nachdem, wann ihr das hört, das ist und war mein erstes Video. Es folgen noch weitere, viele weitere. Und ich denke mal, auch da ist es ein Punkt, wie beim Krafttraining, wie beim CrossFit, egal was man macht im Leben, beim Laufen, beim Sport allgemein, beim Arbeiten, um Dinge zu lernen. Man muss es trainieren, man muss es üben. Und dass sich auch über die Zeit hinweg dort eine Entwicklung gibt. Natürlich kann man diese Challenges nicht jeden Tag machen, außer, ja, einem ist die Figur egal und die Gesundheit. Ich meine, die ganzen Kalorien, die man zu viel isst, muss man irgendwie versuchen auszugleichen. Gut, bei 8 Regeln 1600 Kalorien, das ist jetzt das, ist kein Problem, aber ich kämpfe mit das Stück noch hier. Aber immer mehr im Mund. Oh. Ich muss ehrlich zugeben, also ich hätte nicht gedacht, dass ich in der 8 Regel aufhöre. Krass. Auf gar keinen Fall. Aber da muss man einfach ehrlich zu sich selbst sein. Wenn nicht mehr geht, geht nicht mehr. Wir haben es jetzt. Warte. 23:36. Aber ich habe 30 Minuten jetzt. Für 8 Riegel. Mein erstes Video. Ich stehe noch ganz am Anfang in diesem Video, was das Thema Food Challenge angeht. Viel essen, much vegan food. Also mein Magen ist soweit gut gefüllt, aber ist generell alles in Ordnung. Einfach übel. Komm nicht runter. Oh. Okay. Gibt's nicht. Das ist noch so ein bisschen. Kurz konzentrieren. Es ist unten. Boah, Entschuldigung. Aber der musste jetzt raus. Ja, ich hoffe, ihr könnt es mir nachsehen. Ihr habt ein bisschen Mitgefühl. Könnt es vielleicht mitfühlen, wenn nicht. Probiert selber aus. Holt euch mal 10 Riegel und testet das mal an. Worauf ich richtig Lust hätte, was mir richtig gefallen würde, was ich cool finden würde, wenn ihr unten in der Beschreibung, hier in der Beschreibung, guck mal, es ist schon viel zu spät und ich bin irgendwie gerade durcheinander. Jetzt überlege ich gerade, ob ich nicht aufgeputscht sein werde von dem ganzen Zucker. Schreibt mal in die Kommentare bitte rein, was ihr noch für Food Challenges hättet. Wo ihr sagen würdet, Mensch, das wäre mal cool, macht das mal, probiert das mal aus. Ich habe natürlich einige Ideen schon im Kopf, die ich gerade schon ein bisschen gesagt habe, aber da gibt es sicherlich noch ganz viele andere Dinge. Wichtig wäre dann nur, dass man irgendwie eine Möglichkeit findet, die auch als vegane Alternative hinzubekommen. Und ja,
schreibt mal gerne mal rein und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video.